Ja, und nachdem uns Peggy, nein, halt, Playboy X ja schon voll genörgelt hat hier von wegen Twain geholfen und so weiter, würde ich sagen, wir gehen mal zu Playboy X. Und schauen mal, ob wir ihm nicht auch ein bisschen helfen können. Playboy X, jawohl. Da will ich hin. Und los geht's. Und diese eine Mission, die gönnen wir uns noch. Wir werden da jetzt auch mal nicht die Schutzweste noch mal aufladen. Das schaffen wir jetzt auch mal so. Ich sage ich jetzt einfach. Ich weiß nicht so recht, was kommt, aber ich sag mal einfach, dass wir das hinkriegen. Vielleicht müssen wir den Laden wieder zurückerobern, den wir für Twain ja quasi zurückerobert haben. Oh Mann, ich glaube hier echt, dass die Nässe sich auf die Fahrbahn auswirkt. Ist mir noch nie so richtig aufgefallen, aber ich glaube, es ist so. Ich bin jetzt sehr gespannt, was da für eine Mission kommt. Naja, war klar, dass das nicht ganz klappt. Wir fahren natürlich hier einfach in die Albertstraße rein, warum auch nicht. Photoshoot. Sup, money? Not much. How are you? Chilling. It's all good. Well, mostly good. Mostly? Yeah, Dwayne's been getting on my nerves. Pushing me, man. But whatever. We spoke about that shit already. Give him time. He's just out of prison. For real. Listen, G, Dwayne ain't the only thing I got on my mind. No? No. Some motherfucker's been calling me a phony, calling me a snitch, calling me all kinds of bullshit. Big deal. Yeah, big deal. Damn right. Until I discover that same motherfucker, well, he's got some real loose lips. Not bad. So, you need this guy silenced? Yeah. He hangs out with his team near the courts on Exeter between X and W. Okay, what does he look like? Well, son ain't too diesel or nothing. And he a regular looking dude, know what I mean? Now he don't flash his guap too much, but you can see it in his eyes. He a hustler. Eh? Homie ain't too brolic, but he ain't scrawny neither. And he be styling on him a little, you dig? I mean, he ain't too bummy, but he grimy too. So he's the average one? Look, he's brown skin B. Motherfucker be rocking baggy clothes, all that. Jewels, and he stay fresh with the clean sneakers. Know what I mean? And sometimes a bandana. Look, I need more than that to go on. Jesus. Here, take this. Head down there, take a photo, send it to me, and I'll point out which one of them motherfuckers it is. Fine. And that's a little gift for you. Und so einfach kommt man in der Welt zu einem neuen Telefon. Das ist quasi ja. Wir machen jetzt keine Markenwerbung hier. Also ein Smartphone. Auf geht's zu den Basketballplätzen. So ein bisschen Basketball spielen wäre jetzt auch schön, ne? So ein bisschen Sport machen. Okay, das war sogar ein kurzer Ausflug. So, eingeparkt. Who wants to eat my wiener? And that's why the penetrators ain't doing nothing this season. They got no one who can work the lanes, man. Shit, Lieutenant. That's something I was forced into from the necessity of my financial situation. My body is forced to rob and deal in order to sustain my own well-being and that of my immediate family. Mach das denn? Ach, Kamera.
Sehr hübsch. Wir suchen nur schon mal das passende Gewehr. Money Marlin, the man in blue. Ice that bitch. Yeah. Okay. So, das war einfach. Aber die Jungs haben mich natürlich nicht sehr gern. Hallo, ich will jetzt nicht telefonieren. Hallo. Ja, aber ich muss hier weg. Komm, ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Einsteigen. So, kurz auf der Karte nach Hause suchen. Und los geht's. Wir haben jetzt nur einen Stern, das dürfte nicht sehr schwer sein, aber nichtsdestotrotz. Schauen wir mal, dass wir hier wegkommen. Ja, das war jetzt so eine relativ einfache Mission. Aber was soll's. Macht ja nichts. Wieder eine geschafft auf jeden Fall. So, Polizei hat sich auch schon erledigt. Und jetzt noch nicht erledigt, aber gleich jetzt. Sehr schön. Thema vorbei. Und dann mal noch hier unten. Michelle. Hey, Nico, it's me. Yeah? Who are you? Can you remind me? That doesn't matter. You need to meet me outside the United Liberty Paper Building in Algonquin. It's very important that you be there. Goodbye. Super. Soll ich auch noch Michelle treffen? Es ist ja nicht so, dass ich nicht schon genug Sachen zu tun hätte oder so. Ja. Aber all das und noch viel mehr gibt's natürlich in der nächsten Folge. Wir parken hier noch schön ein, jawohl. So. Und auf geht's zum Speichern. Jo, und wie gesagt, diese Aufnahme wird relativ kurz, deswegen endet sie jetzt an dieser Stelle auch. Und ich werde mir bis zum nächsten Mal überlegen, ob wir das so machen, dass wir die Aufnahmen nach den Missionen aufteilen oder nicht. Ihr werdet es erfahren, wir sehen's, aber bis dann. Oh, halt, halt, na, das Telefon nehmen wir noch an. Nico, I'm getting worried. Roman didn't get back at all last night. He likes to party. He stays out late the whole time. You know what he's like. Not on my watch, he don't. Something ain't right. Na, wie auch immer. Also dann, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.